Herzlich willkommen wieder mal hier bei mir in der Fleischwerkstatt. Heutiges Thema Sous-Vide-Garen. Sous-Vide-Garen, ja, so in den letzten Jahren immer mehr auch im Haushalt anzufinden. In der Gastronomie schon viele, viele Jahre ein unverzichtbares Tool oder ein unverzichtbares Mittel, um Fleisch perfekt zu garen. Ich selbst bin vor über 30 Jahren das erste Mal auf Sous-Vide-Garen gestoßen in der Schweiz. Da waren wir mal auf einer fachkundigen Reise am Thunersee in Spiez und da wurde uns Fleisch serviert, wie ich das vorher noch nie gegessen habe. Also es war so butterzart, so auf den Punkt gegart und dann haben wir gefragt, was haben wir denn jetzt hier gegessen? Es war ein Schweinerücken und wem muss ich das sagen? Schweinerücken eher das trockenste, langweiligste Stück. Es war perfekt. Es hat mich damals schon sehr fasziniert und es hat mich auch nicht irgendwie losgelassen. Mittlerweile arbeiten wir bei uns im Betrieb unheimlich viel mit Sous Vide und es ist einfach easy. Heute ist es so, es ist auch für den Haushalt sinnvoll. Es macht preislich kein großes Kopfzerbrechen, sich das entsprechende Equipment zuzulegen. Und da möchte ich euch jetzt mal so ein bisschen was zeigen, was ihr braucht, um Sous Vide zu garen und was ihr damit machen könnt. Und vor allem, welche Fehler ihr machen könntet, beziehungsweise künftig nicht mehr macht. Grundsätzlich braucht ihr ein Sous Vide-Gerät. Das kann hier so ein Einhängegerät sein, das ist schon ein größeres, oder hier haben wir so ein kleineres. Von der Technik her ist es im Prinzip wie ein Tauchsieder, der aber aufs Grad genau bzw. auf 0,1 Grad genau die Temperatur im Wasserbad steuert. Es gibt auch Freaks, die machen das dann mit der Geschirrspülmaschine. Die stellen die Geschirrspülmaschine auf einen bestimmten Spülgang, räumen sie aus und machen es da drin. Oder im Thermomix oder was auch immer. Es gibt viele Techniken. Ich beschränke mich heute auf das eigentlich normale, korrekte Sous Vide-Garen. Also man hat ein Gerät, kann ein Einhängegerät sein, es könnte aber auch ein Gerät sein, wo ein Becken dabei ist. Die professionellen Geräte haben meistens ein Becken dabei, ist aber für einen Haushaltsbedarf, muss es gar nicht sein. Sowas oder sowas gibt es so zwischen 100 und 250 Euro, kann man ohne weiteres sich zulegen. Dann braucht ihr entweder ein Vakuumgerät, also irgendwas, wo ihr Fleisch aus diesem Zustand in diesen Zustand bringt. Oder ihr habt einen Metzger, der es euch einschweißt, aber so ein Vakuumgerät, so ein Versiegelgerät macht durchaus Sinn, macht auch Spaß. Man kann auch mal Sachen zum Bevorraten sich einschweißen oder man kann es für andere Dinge verwenden. Also das ist schon cool. Das heißt, Wasserbad, Temperatursteuerung und vakuumiertes Gargut. Wir müssen uns da auch nicht auf Fleisch beschränken. Wir können Fisch Sous Vide garen, wir können Gemüse Sous Vide garen, wir können alles Mögliche da drin machen. Hauptsache, wir wissen, welche Temperatur und welche Zeit wir dafür verbrauchen. Wir beschränken uns aufs Fleisch heute. So ein Stück Fleisch, die alte Wutz, braucht eine Kerntemperatur von in meinen Augen perfekt 56 Grad. Wie kriege ich über das Sous Vide Garen 56 Grad hin? Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann das Gerät auf 56 Grad stellen und dann kann ich das drin lassen, im Prinzip so lange wie ich will. Es wird nie über die Gartemperatur von 56 Grad gehen. Wichtig, wenn ich das Ganze hinterher anbrate, darf ich natürlich keine 20 Minuten brauchen, um das anzubraten, sondern es muss sehr schnell gehen, weil sonst zieht meine innere Gartemperatur natürlich dementsprechend hoch. Also könnte ich auch sagen, ich bleibe 2 Grad unter der Gartemperatur, dass ich noch so ein bisschen Puffer habe, dass es nachzieht. Wir machen das so, dass wir immer so 1-2 Grad drunter bleiben, dass wir eben diesen Puffer haben. Jetzt gibt es aber auch Fleisch, wo nicht so zart ist wie die alte Wutz. Ich rede jetzt mal zum Beispiel von einer Wade, einem Bäckchen, Ochsenschwanz. Also Dinge, die sehr viel Kollagen enthalten, sehr viel Bindegewebe enthalten, die grundsätzlich zum Schmoren nur geeignet sind. Auch solche Sachen kann man mit Sous Vide zubereiten. Da kommt es dann darauf an, dass ich über eine ganz, ganz lange Zeit, und da reden wir je nach Teilstück, es gibt übrigens demnächst noch ein paar andere Videos, wo ihr dann sehen könnt, wie man über diese lange Zeit sowas gart. Da reden wir dann zum Beispiel bei einem, sagen wir mal, einem Schulterblatt, reden wir über 36 Stunden. 36 Stunden, 60 bis 65 Grad. Ihr holt danach ein Fleisch raus, wo butter zart ist. Die Temperatur, das Wasser verändert die Struktur des Fleisches. Es wird ganz weich, das Kollagen, das Bindegewebe verändert sich, das quillt auf, es wird weich, es wird so richtig schlonzig und bekommt einen mega Geschmack. Müsst ihr euch vorstellen, wenn ich Fleisch koche, also Fleisch einfach in Wasser lege, dann geht ganz viel Geschmack von dem Fleisch ins Wasser. Effekt, wie wenn ich eine Brühe koche. Wenn ich eine Brühe koche, mache ich Fleisch und Knochen ins Wasser, Geschmack geht raus, Brühe schmeckt nach was,
Fleisch schmeckt nicht mehr ganz so viel. Habe ich das Ganze in einem Vakuumbeutel, dann intensiviere ich den kompletten Geschmack. Also alles, was an Geschmack im Fleisch ist, bleibt dran. Schöne ist dran, ich kann das Ganze auch aromatisieren. Also ich kann jetzt zum Beispiel schon Gewürze dran geben. Meinetwegen Salz, Pfeffer, Kräuter. Kräuter kommen sehr, sehr gut. Ich kann ein bisschen Öl mit dran machen. Da bitte aufpassen, Olivenöl nicht immer ideal, kann am Ende so einen leicht metallischen Geschmack geben. Ich nehme jetzt Traubenkernöl, ist für mich jetzt so die perfekte Lösung. Ganz wichtig, keinen rohen Knoblauch. Roher Knoblauch, bäh. Also ich mag rohen Knoblauch, aber in dem Fall wird roher Knoblauch bitter und kriegt manchmal so einen käsigen Geschmack. Also ganz unangenehm, ganz untypisch, nicht lecker. Wer Knoblauch dran machen will, in diesem Fall vielleicht an einen getrockneten Knoblauch greifen oder Granulat. Oder eben hinterher aromatisieren. Jetzt habt ihr was, wo ihr lange drin habt, 36 Stunden, 48 Stunden. Dann habt ihr natürlich eine lange Zeit, wo die Aromen auf das Fleisch einwirken. Das heißt, sehr, sehr intensiv die ganzen Geschmäcker dran. Daher auch grundsätzlich eher ein bisschen unterwürzen als überwürzen. Weil der Geschmack durch das Sous-Vide-Garn sich intensiviert. Also lieber ein bisschen drunter bleiben, vor allem auch beim Salz, als zu viel zuzugeben. Wichtige Regel beim Sous-Vide-Garn, wenn ihr nicht direkt danach das Ganze esst, also zum Beispiel rausnehmen, auspacken, anbraten und dann servieren, sondern das Ganze als Vorbereitung macht für irgendwann in ein paar Tagen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr das Gargut, also den vakuumierten und gegarten Beutel, nach dem Sous-Vide-Garn sofort in Eiswasser macht. Und zwar nicht kurz, sondern lange in Eiswasser, bis es runtergekühlt hat. Man sagt oder man spricht von unter 5 Grad Kerntemperatur. Erst dann hat man die Haltbarkeit und die Keimvermehrung so reduziert, dass es eben lange haltbar ist. Dann könnt ihr so ein Stück auch ohne Probleme eine Woche im Kühlschrank lagern, passiert überhaupt gar nichts mehr. Aber schnell runterkühlen, ganz, ganz wichtig. So, in unserem heutigen Video möchten wir uns dann um die alte Wutz eben kümmern. So sieht's aus. Schwarte habe ich jetzt noch dran. Und das Ganze wird eben vakuumiert. Dann sieht es so aus. Ich habe gesagt, 54 bis 56 Grad die Kerntemperatur. Wir werden es jetzt bei 54 Grad garen. Und zwar für 45 Minuten. Warum 45 Minuten? 45 Minuten ist etwa die Zeit, die wir brauchen, bis das Fleisch von innen nach außen die gleiche Kerntemperatur hat. Wir haben dann nicht wie bei einem klassisch in der Pfanne gebratenen Steak oft das Problem, dass wir von außen so grau und innen dann rot und ganz innen rohen Streifen haben, sondern wir haben ein gleichmäßiges Garergebnis. Wenn wir das so eine Dreiviertelstunde, Stunde drin lassen, spielt ja keine Rolle, ob es eine Viertelstunde länger drin ist, dann haben wir ein gleichmäßiges Garergebnis. Das machen wir jetzt, wir schmeißen das rein und dann sehen wir uns in einer Dreiviertelstunde wieder. Minuten später oder auch eine Stunde, je nachdem wie lange ihr Zeit habt, wenn eure Gäste vielleicht am Tisch sitzen, sieht das Ganze dann so aus. Okay, zugegebenermaßen würde ich sagen, sieht es ein bisschen aus wie eine Wasserleiche, aber da müsst ihr durch, weil natürlich das Fleisch über das Sous-Vide-Garn jetzt hier, ah, das ist mega, gegart eine andere Farbe hat, wie wenn das Fleisch natürlich roh in die Pfanne kommt. Ich schneide jetzt hier ganz dünn die Schwarte weg. Für alle, die gern knusprige Schwarte mögen, die können jetzt hergehen, können darauf achten, dass die Schwarte komplett fettfrei ist. Also so. Wirklich das Fett komplett weg. Kann man auch ein bisschen abkratzen noch. Je mehr Fett weg, umso besser. Dann ein bisschen salzen von einer Seite, von der Innenseite und dann in den Backofen rein. Das Ding geht euch so auf, wird super kross, könnt ihr einfach so servieren oder bevor ihr es serviert selber essen. Oder ihr könnt es gehackt über ein Püree machen oder über die Wutz drüber streuen oder über ein Kraut drüber streuen, völlig wurscht. Wir braten das Ganze jetzt in einer heißen Pfanne an. Dazu nutzen wir jetzt kein separates Fett, sondern wir nutzen das Fett von der Wutz selber. Dazu stellen wir die Wutz einfach in die Pfanne rein, hochkant, sodass sie das eigene Fett verliert, dass das eigene Fett ausläuft, die Pfanne dabei auf großer Flamme, beziehungsweise in dem Fall auf höchster Stufe
und das Ganze einfach schön brutzeln lassen. So, das hat jetzt ungefähr eine Minute gedauert, dass wir jetzt ausreichend Fett in der Pfanne haben von dem eigenen Fett der Wutz. Jetzt braten wir das von beiden Seiten circa eineinhalb Minuten an in der richtig, richtig heißen Pfanne. Es darf ruhig ein bisschen rauchen und dann sind wir fertig. So darf das jetzt aussehen, wenn es fertig ist. Das Fett schön krustig. Übrigens ein kleiner Tipp, wenn ihr das anbrät, falls ihr in eurer Küche oder in der Nähe eurer Küche einen Rauchmelder habt, würde ich mir überlegen, den Rauchmelder unter Umständen auszuschalten für die Zeit, weil es entwickelt sich natürlich schon relativ viel Rauch, was dem Fleisch gut tut, aber was vielleicht eurem Rauchmelder und eurer Nachbarn nicht so gut tut. Also Rauchmelder eventuell ausmachen. Schneiden jetzt das Fleisch vom Knochen runter. So, und dann das Ganze in dünne Tranchen schneiden. Und ihr seht jetzt hier schon, wir haben einen wunderschönen gleichmäßigen Gargrad. Schneeweißes Fleisch, keinen grauen Kern, keine roten Innenstellen, aber trotzdem super, super saftig. Das Ganze muss natürlich jetzt noch gesalzen werden. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema Sous-Vide-Garen damit ein bisschen näher bringen und ihr habt es verstanden. Ihr könnt da ganz viel draus machen. Wir werden auch bestimmt noch einige weitere Videos dazu in der nächsten Zeit mal drehen. Und jetzt lasst euch die alte Wutz einfach schmecken.